Alter, dann kann ich ja nicht einmal mit Verwandlung rein. Das wahnsinnig. Ja, wenn ich mich vielleicht in irgendein Viech oder sonst was verwandeln könnte, dann schaut es vielleicht gleich ganz, ganz anders aus. Ich hab, glaube ich, dezent ein bisschen Blätzchen dabei. Ein bisschen. Ich muss jetzt noch gerade überlegen, wie das nochmal funktioniert, sorry. warte. Weil ich bin jetzt gerade so ein bisschen eher so auf Nio wieder umgestimmt. Dementsprechend dauert es jetzt gerade ein bisschen, wie ich das jetzt wieder... Ah! Haben wir aber einbildet gehabt, dass es damals doch noch eine andere Taste war, weil wir ja nichts gesagt haben. Aber haben die da vielleicht was dezent verändert? Vielleicht haben sie was geändert. Okay, schwere Dings, das lassen wir. Oh, ist aber leider was Besseres. Ah, 3 bis 8, ah, das nehme ich mit. Das nehme ich ihm alles mit. Braucht eh keiner, interessiert eh keinen. Hat nicht einmal irgendwelche bestimmten Werte oder sonst was, dementsprechend interessiert es eh keinen. Wird natürlich wieder mal alles mitgenommen. Ins Lager. Bissl was will ich trotzdem da lassen. Bissl was jedenfalls zumindest. Bin sowieso gespannt, wie viel ich überhaupt noch ins Lager überhaupt reingeben kann. Das schaut dann auch vielleicht ein bisschen dezent für den Arsch aus für uns. Du freust dich auf jede nächste Folge und da bist du auf eine gewisse Art und Weise von irgendetwas irgendwie enttäuscht. Dementsprechend. Ich seh's dann eh, Digi. Bin gespannt. Ich freue mich nur mal auf die heutige Folge. Die hat schon mal relativ gut ausgeschaut in der Vorschau. Beziehungsweise die letzte Folge hat mir eigentlich sogar relativ gut gefallen. Dementsprechend bin ich umso mehr gespannt. Aber gut zu wissen, das ganze Fleckerl haben wir sich dann eh auch schon mal angeschaut. Damit ich so ungefähr Bescheid weiß, wo ich noch als nächstes hingehe, wo ich noch ein bisschen bleibe, werden wir es schauen. Aber ist gut zu wissen. Haben wir wieder ein gutes Fleckerl. Haben wir wieder ein sehr, sehr gutes Fleckerl erkundet. Ein bisschen klettern. Ah, das war ja mit der Kugel. Müssen wir aufpassen, nicht, dass das uns die depperte Kugel dann nochmal erwischt. Wer weiß. Vielleicht haben sie die voll aufs Neiche gebaut. Oder vielleicht der Große. Plötzlich und attackiert uns der Große. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich definitiv auch nicht. Plötzlich attackiert er uns. Nein. Da bin ich ganz schnell weg. Aber ganz, ganz schnell. Ganz, ganz gefährlich. So. Jetzt, glaube ich, sind wir mal wieder in ein bisschen ein Gebiet, wo wir dabei noch nicht waren. Hoffe ich jedenfalls mal zumindest. Das schaut gut aus. Ich tue anscheinend wieder mal ein bisschen was aufdecken. Egal. Kann man vielleicht gebrauchen, irgendwann mal eines Tages. Irgendwann mal eines Tages könnte man ja vielleicht gebrauchen. Boah, Explosion. Es hat sich ja jetzt die Zentren nicht so lange da gehört. Bist du deppert, was geht denn da ab? Hallo? Hallo? Servus, grüß euch, servus. Was ist denn da los? Ich glaube, das ist dann doch nicht mehr so ansprechbar. He of the unsleeping eyes, grant me the might to carry this burden. Grant me the faith to face darkness without fear. Interessant. Only a coward would speak ill of the fallen. Would that the arrow had pierced your heart instead. A massacre. Drow and goblins slaughtered the lot. Nicht so leibend, was ich gesagt habe. Please, just leave me be. Aber vielleicht kann man wenigstens irgendwas machen, helfen oder irgendwas zumindest in irgendeiner Richtung. Das ist super. Okay, passt. Die wird wahrscheinlich einfach noch abbissen. In ihre Leiden und alles drum und dran. Aber mal ruhig, Alter. Pass mal auf, mit wem du redest, Alter. Mit dem legendären Dodo-Player. Also, das haben wir nicht ab, aber küsst die Hand. Bulli. Können wir da vielleicht irgendwie mithelfen? Das wär's. He's here. Yes,
Now make yourself useful. Push, damn it, push. Well, then let's go. Oh ja. Ja, moin. Einer geht hin. Was ist hier, oder? Alles klar. Saugeil, saugeil. So, wir müssen jetzt einmal reinschauen. Wen kann ich da helfen? Oder kann ich überhaupt irgendwem helfen? Soll ich irgendwie schauen? Muss ich irgendwo rauf oder sonst was? Also schaut einmal nicht jedenfalls danach so aus, wie müsste einer gerettet werden. Wenn wir das jetzt gerade mal so ausschauen. Ah, okay. Umso länger wir da herumtun, umso mehr brennt. Alles klar. Wieso habe ich das Gefühl, dass irgendeiner dabei draufgehen wird? Von meinen Leuten. Echt komisches Gefühl. Echt, echt komisches Gefühl. Es wird safe einer dabei draufgehen. 100%. 100%. Irgendeiner von meinen Leuten wird safe dabei draufgehen. Das war's jetzt schon. So, und... Du bist jetzt einmal da drin. Bist eingesperrt, oder was? Weil er nicht irgendwie da, dass du dagegen hauen oder irgendwas? Ja, denke mal. Du kannst eh hier hauen. Was tust du denn da so herum? Ich kann es wieder nicht anvisieren. Komm, 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 komm. Ich glaube, die Hitten zerfällt mir da eh noch nicht. Ich kann es nicht anvisieren. Na, dann machen wir den hier. Ja, dann drauf geschissen. Wo ich den hier? Wenn ich den Scheißdreck da nicht anvisieren kann, ja, meine Güte. Dann müssen wir es halt so machen. Dann müssen wir es halt einfach so machen. Leil, ich würde nicht so sehr, aber ihr könnt das mal ruhig helfen, okay? Also. Normalerweise bin ich zwar nicht zu uns wieder, also ich bin zwar der Held der Geschichte, aber ihr könnt mir ruhig helfen, gell? Kann sich jetzt nur noch um eine Ewigkeit handeln, aber wir werden dich retten. Leicht, zumindest. Leicht zumindest, wenn wir dich retten. Na schau, servus. Warte, jeder... Das ist ja nur die Beraterin. Was interessiert mich die Beraterin, Alter? Du Scheißerke. Beraterin, oder? Na, na gut, ja, super. Wetten, die gehen da noch Albert Meyer? Ah, schaut gut aus. Schaut gut aus. Also dabei fackelt noch kein ab. Dabei ist noch kein abgefackelt. Das ist ein gutes Zeichen. Nur das mit dem ganzen Feuer und alles drum und dran ist nicht so leimend. Blind sind wir auch noch. Na gut, Alter. Die haben alle Zustände, die Leute. Die haben alle Zustände. By the living gods. I couldn't have asked for a finer savior. Scorched throat. A few hairs singed off. Ja, meine Güte. Nothing a bit of time and fresh air can't cure. Gauntlet, a new duty calls. Drow have taken Grand Duke Alder Ravengard westward, if my eyes and ears can be believed. Report to the Manip and send for reinforcements. We must find the Duke. On your command, Counselor. No, it can't be. You mean they've taken my... Yes, Will. The Drow have your father. Wie bitte? Wie bitte? Budi, was muss ich jetzt nicht noch alles von ihm erfahren? Der dann packt mit einem Teufel, das. Müsste man nicht vielleicht die Zähne noch ein bisschen mehr erzählen? Auch noch Adliger, na bist du Depper, der verheimlicht ja alles. Haben wir doch gehabt, wir sind ein Team. The circumstance of my birth is no matter of pride for neither me nor my father. But pride is no reason to refuse help to my own flesh and blood. How can we help? Rescue Ravengard from his drow captain. So viel Geld. Der Hund. So viel Geld hat der Haverer. Trust us to see it through, Counselor. The invisible force holding Baldur's Gate together. Without him, the city's collapse is certain. I fear that may have been the intention of those who abducted him. Das glaube ich auch. Ich glaube, da werden wir wahrscheinlich noch ein paar Kämpfe da noch am Start haben, bis wir den Haverer überhaupt einmal befreit haben, Alter. Ich glaube, sein Entführer, vielleicht sogar Lösegeld oder irgendwas. So, Bruder, so, ja, wir wollen so und so viel. Ja, ja, passt, kriegst du. Brauchen wir nicht kämpfen. Das wär's, Alter, das wär's. Drauf geschießt, Alter, drauf geschießt. Du kriegst Geld. Isn't it clear?
You travel with the Blade of Frontiers. Who might I trust if not a legend? Also die Legende würde ich mir jetzt nicht bezeichnen, aber ich bin noch relativ gut. Wir machen es schon. Wir reden ja. Aber es kostet ein bisschen extra. Ich bin aber nicht billig, gell? Jetzt, wo ich herausgefunden habe, dass der Havara noch Adliger ist und ich habe seinen Sohn in der Crew. Oh, wenn er hat, Sohn ist ein Kopf kürzer. So Father said. I won't soon forget. Fist to work. Oh. Belohnung auswählen. Boah. Ich nehme, glaube ich, aber trotzdem den Bogen. Obwohl alles andere auch sehr, sehr sexy wäre. Ich nehme aber den Bogen. Definitiv. Shit. You can put distance between you and yesterday, but you'll never leave it fully behind. Father's words. Hard to argue with them. Floric spoke true. I'm a Grand Duke's son. Well, he's not just any Grand Duke. He's Alder Ravengard, the most influential Duke in the city. Thank you. That means a lot. But I wonder, what makes a Duke of Baldur's Gate so interesting to the Drow? Even the houses of Menzo Baranzen would have little use for my father. Samuel von... No, sind wir der Entführer der Entführten? Digga! Die Entführer der Entführer. Musst du aufpassen, Söhnchen, musst du aufpassen. Kann ein bisschen gefährlich werden für dich. Wenn er nicht genug gehört hier. Oder wenn man die Belohnung nicht hat. Das Einzige, was ich denke, oder uiuiuiui, das wird was kosten, Willy. Das, Willy, das wird was kosten. I know. And you're right. When I look into a mirror, I see two faces. I see the Blade of Frontiers, a man hunting the fiends who prey on the weak and claw at the coast. And I see Will Ravengard, a memory of a memory, a man who belongs to the past. I wanted you to know the blade, not the shadow he left behind. Find it echt Leon, as character. Passt. Ich würde sagen, wir gehen mal los. Wir gehen weiter. Die chillt da noch immer ein bisschen. Ich glaube, es ist jetzt, glaube ich, nicht so ganz so leibend, wenn ich plötzlich beginne zum Plündern, oder? Ich glaube, es ist nicht auch zu leibend. Okay, passt, wir gehen wieder. Alles klar. Wollen wir vielleicht dezent zum Plündern beginnen? Vielleicht. Ja, die darf ich wahrscheinlich plündern. Ja, die darf ich plündern. Aber sobald irgendein Mensch plündert oder sonst was, hab ich gleich Akele, Alter. Bin ich gleich am Kopf kürzer wahrscheinlich. Boah. Seifenstück kannst du ein bisschen dezent scheiße gehen bei mir. Ich nehme alles mit. Alles wird mitgenommen. Wenn ich zu dem Havara hingehe und vielleicht das ein oder andere mitnehme, bin ich sicher ein Kopfkürzer. 100%. Echt, dann doch, hilf mir. Habe ich dir jetzt noch gehört gehabt, hilf mir? Feuer! Hurry! Get this thing off me! Boah, ich hoffe, ich habe jetzt Glück. Bitte gib mir jetzt Glück. Das ist jetzt nicht der Scheiß Ernst. Nicht genau jetzt in so einem wichtigen Moment. Ja, bitte, danke. Bitte, Havara. Nein, in so welchen Momenten, Alter. Das kannst du mir nicht antun. Na, come on. Digga, Alter. Ich muss immer retten, alles dumm und dran, Alter. Und der Havara bleibt mir da und Boden liegen, oder was? How the hell do we get out of here? A smoke. I can't see a damn thing. Ist dann zu lüften?
Right. I'll try to keep up. Gonna be hätten wir einfach was vergessen, den Armen. Geil. Rundenbasierter Modus gerade aktiviert. Aha, oh, interessant. Ja, warte mal, Havara. Warte mal. Ich muss. Oh, enough waiting. Dass da rundenbasierter Modus aktiviert ist. Was ich jetzt auch irgendwie auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, aber. Oh. Ach so! Das ist jetzt dann quasi so mit helfen dieses jenes oder was? Okay, sie kann nicht mehr helfen. Alles klar, er ist anscheinend zu weit weg. Kann da überhaupt jemand helfen? Oder? Wir fahren auf jeden Fall nicht. Okay. We're running out of time. Go! Achso, ja, dann gehen wir halt einfach mal. Was ich jetzt irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum wir jetzt in dem Modus da drin sind. Wieso sind wir jetzt in dem Modus da drinnen? Ich check's gerade überhaupt nicht. One day I'll catch a break. Blackett's will be done. Sharp as ever. Keep in pace. Slaughtered everyone. Ich glaub. Aber wir sind ja schon längst draußen. Weißt du, was ich meine? Wir sind ja schon längst draußen aus dem Modus. Also aus dem Feuer und alles drum und dran. Also sollte uns jetzt nichts tun können oder irgendwas in der Richtung. Also ich verstehe es jetzt irgendwie. Oder ich kann es jetzt überhaupt nicht nachvollziehen. Irgendwie komisch. Weißt du was? Machen wir gleich mit Sputen und alles drum und dran, damit ja Shepard jeder mal weg ist von dem Bereich, die ich jetzt mal gesagt habe. Ah, diese Kamera ist so sexy. Manchmal, ja, da ist das Spiel echt ein Hurensohn mit der Steuerung. Was? Ich kann es nicht bewegen. Hä? Was ist das? Ah, jetzt kann ich's. Ja. Ja, okay. Alles mit der Ruhe, Leute. Alles mit der Ruhe. Jetzt bloß nicht aggressiv werden. Nicht. Jetzt bloß nicht Nio spielen. Bloß nicht Nio spielen. Bloß nicht aggressiv werden jetzt. Alter, was ist das, Alter? Never a dull moment. If not over, then through. Ich mach das jetzt so lange mit, bis wir draußen sind. Danach zuck ich aus. Wenn es trotzdem noch immer so bleibt. Seems like a good moment to talk. Miri! No! Gods, no, no, no! You should have stayed. You should have been with me. Oh. I was in our room. We had a fight. If I just kept my mouth shut about that bloody dowry, she'd still be here. It's for a sister's wedding. I made a stupid joke about keeping it. We argued about it for hours. Then she took the dowry and left. Wee. She said I'd never see her again. Wee. She was right. I'm sorry, Miri. I'm so sorry. Okay, wir hätten vielleicht doch einen anderen Weg gehen sollen. I need a moment with her. Wieso sind wir in dem Modus? Ich verstehe nur nicht, warum wir in dem Modus sind. Weißt du, was ich meine? Was soll denn die Scheiße? So, es haut mir jetzt, sorry, Lärm, aber es haut mir jetzt komplett aus der Dimension, Alter. Havara.
Wieso spiele ich so? What to do? Kann ich nicht einfach normal spielen? Was ist jetzt das Problem? Ich will einfach zocken. Ohne so einen scheiß Hurensohn-Modus. These boots have seen everything. Wie kein Hurensohn-Modus. Ich will einfach nur ganz normal mich bewegen. Enough waiting. I crave blood. Defender of the people. So, jetzt sind wir mal draußen. Allesamt. So halbwegs. Wenn einmal alle draußen sind, dann tue ich mal kurz das ein bisschen irgendwie wechseln oder vielleicht das Spiel neu starten oder irgendwas in der Richtung. Hä? Plötzlich weg? Macht für mich überhaupt keinen Sinn. Warum der einfach plötzlich gewechselt hat in den rundenbasierten Modus. Oh ja, jetzt ist es eh weg. Wie schaut es jetzt aber bei ihm aus? Soll ich ihn jetzt einfach in Ruhe lassen? Ich frage mich sicher jetzt auch noch. Vielleicht habe ich unabsichtlich den Modus aktiviert. Das kennt der Zeifer. Vielleicht habe ich unabsichtlich den Modus aktiviert. Und dementsprechend war das jetzt so geschissen. Aber das hat mich jetzt voll ausgezahlt von der Motivation. Digga, weil ich habe jetzt gerade, boah, irgendwie gar keinen Bock mehr auf das Game. Irgendwie jetzt echt extrem komisch. Ich weiß nicht. Schriftrolle, Windstoß, irgendwas vielleicht mit Wasser wäre super. Irgendwas, was man vielleicht, wo man das Wasser auch nutzen könnten, weil Eis bringt nochmal einen Scheißdreck. Blitz bringt man wahrscheinlich auch einen Scheißdreck. Wasser schon ein bisschen dezent scheiße aus. Ein bisschen. Ich würde aber sagen, ich gehe mal noch ganz kurz eine Runde. Vielleicht hat ja irgendjemand eine Fähigkeit am Start. Ich weiß, irgendeiner hat Regen, aber ich glaube, ich bin bei der falschen Adresse mit Regen. Ja, da bin ich definitiv bei der falschen Adresse. Anscheinend, das schaut jedenfalls so danach aus, wie müsste ich da sogar durch? Weil der Scheißdreck brennt nur immer. Der Scheißdreck brennt leider nur immer. Kann ich da nicht irgendwie so ein bisschen drauf spucken und das Feuer ist weg oder so? Puh, 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 puh. Ich weiß auch nicht. Vielleicht hilft ja irgendwas. Man kann ja nie wissen. Ich hab gehört gehabt, Öl hilft. Ich hab gehört gehabt, Öl hilft. Bei so welche Sachen. Dementsprechend. Was haben wir da alles Schönes? Du kannst nicht mehr brennen. Wie lange gilt denn das? Gilt das auch für alle? Wird man safe irgendeiner folgen. 100% findet man da der ein oder andere Folgen. Dementsprechend. Weißt was? Ich wechsle einfach nur ganz kurz die Charaktere. Weil irgendeiner war sie, der kann Regen. Bin mir jetzt nur nicht sicher, ob es er ist. Schade, dass ich so jetzt nicht nachschauen kann. Es wäre jetzt geil, wenn ich so ein bisschen nachschauen könnte. Wer jetzt von denen Regen hat. Und dann kann ich den weggeben, dann kann ich den weggeben, dann kann ich den weggeben. Meiner Meinung nach. Na hallo. Karlax got the brawn of a warrior and the wiles of a survivor. Best of all, she speaks her mind plainly and fully. Show her due respect. Oh. Ich glaub, sie mag sie. Chuck. You believe you can survive without me? As you say, do not keep me waiting. Die Alte taugt mir jedes Mal aufs Neiche, oder? Die ist lustig, die ist saugeil. Gerade, dass es dann ein kleiner Watschen gibt, Alter, die am Hals packt. Du nimmst die mit, Alter, sonst hast du eine. Die ist super, die Alte, die ist super. Karlak and Will seem to have put their differences aside. I thought it was going to come to blows for a moment. Ich glaube, sie kann reden. Alright. Some company wouldn't hurt ich hoffe es. Ich hoffe es jedenfalls zumindest. Weil das wäre schon super. Sag mal her. Sag mal nur her. Weil bei dir kann ich hier ja auch so ein bisschen herumtun. Fähigkeiten. Ja, sie kann Wasser. Sehr gut.
Ja, dann kriegst du da einen Stufenaufstieg, weil ich halt quasi gerade noch so halbwegs einen guten Tag habe. Kommst halt für eine kurze Zeit mit. Klerikerin. Okay, erhellen. Erhellen ist jetzt eher so. Nee. Ist zwar relativ nett, aber jetzt auch nicht wirklich so gerade das Wahre. Aber ja, dann nehme ich mir halt das nur.